Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache heute einen Overnighter mit dem Light Tent 1. Die 1 steht für ein Mann, also ein Personenzelt, die Stänge dazu. Und ich habe das schon ausgepackt, weil ich habe den Packsack zu Hause. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze so ausschaut und Interesse habt, bleibt einfach dran. Bis auf den Packsack habe ich jetzt alles da, was auch mitgeliefert wird. Das sind einmal die Zeltstangen, eine kleinere, die rote, und die größere, die ist hier silbergrau. Nur Heringe und ein Reparaturkit. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Heringe. Boah, ich denke mal, das sind nur, dass 10 gebraucht werden und einer ist wahrscheinlich ein Ersatz oder so, die hochwertig sind. Das werden wir sehen. So, das ist dann das Innenzelt, das besteht nur aus Moskitonetz. Das heißt, das ist dann auch ganz praktisch, wenn man mal vielleicht nur dieses mitnehmen möchte und drüber ein Tarp oder so. Und das ist dann das Rainfly. Fühlt sich an wie ein leichtes Tarp. Ja. Ja, wunderbar, das ging ja relativ schnell. Das ist das Innenzelt hier. Wie gesagt, besteht nur aus Boden und Moskitonetz. Ist schon mal recht stabil und eine sehr gute Variante wäre jetzt eben ein Tarp drüber zu spannen. Dann hast du hier Moskitoschutz und bist trotzdem draußen. Und es ist sehr, sehr leicht. Super, nur hier die Unterlegmatte muss ich wieder ein bisschen wegmachen, weil da wird ja auch noch abgespannt mit dem Hering. Genau. Dann schauen wir mal kurz rein. So, der Innenraum. Da ist auch so eine kleine Tasche für Sachen zum Verstauen. Finde ich super. Da drüben ist noch so eine. Der Fußraum. Und da ist so ein kleiner Haken für die Taschenlampe, für ein kleines Licht eben. So, das war's. Macht einen relativ stabilen Eindruck. Gar nicht schlecht. Leider kann man nur auf einer Seite einsteigen. Also der Eingang ist immer auf dieser Seite hier. Da kann man nichts dran drehen, ist halt so. Okay, von innen habe ich es ja schon gezeigt. Ansonsten werden wir sehen, wie es sich heute Nacht schlägt. Ist ganz gut. Hier ist noch ein bisschen, ja, eigentlich nicht, sehr wenig Abside. Also da wird wahrscheinlich selbst bei diesem Setup
wohl oder übel noch ein Tarp mitspielen in Zukunft. So, Lampe hängt auch schon. Dann kann ich es mir gemütlich machen. Immer wieder so graue Wolken da. Ich überlege, ob ich das 2 auf 3 Meter Tarp mir hier noch drüber spanne irgendwie. Aber ich bin zu faul. Hin. Ist eine gute Beilage. Echt lecker. Bis gleich. Ja, ansonsten sitze ich hier nur so rum und lausche der Natur. Ist auch recht frisch geworden, muss ich sagen. Also ich bin da froh, dass ich die Jacke dabei habe. Und die hat ja normalerweise noch so eine Fließjacke drin. Die kann man hier mit dem Reißverschluss verbinden. Aber die habe ich jetzt nicht drin. Ich habe bloß meine normale Fließjacke drunter. Aber es reicht völlig aus.
halb zehn. Ich werde jetzt langsam da reinschlüpfen und freue mich auf eine erholsame und hoffentlich ruhige Nacht. So, jetzt tatsächlich hier in dem kleinen Zelt. Klein ist sehr wohl berechtigt, denn für größere Leute, ich bin 1,85 sowas, ist es eigentlich ein bisschen knapp, denke ich. Die Lampe hängt natürlich perfekt, um sich den Kopf die ganze Zeit dran anzustoßen. Naja, auf jeden Fall ist es ziemlich warm, ist gleich warm geworden. Und man sieht auch von außen so das Licht gar nicht so groß durchscheinen und hat einen sehr geschützten, gemütlichen Effekt hier drin zu liegen, muss ich sagen. Fühlt sich super an, ist halt wie ein Biwaksack irgendwie, nur ein bisschen geräumiger, hat mehr Freiheit, allerdings nicht allzu viel, aber das war auch bewusst so gewählt von mir. Ich habe lang geschaut und habe mich eben dafür entschieden. So, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Also ich stoße mit den Füßen quasi schon ein bisschen an und ja, so viel Platz habe ich, also nicht allzu viel, aber ausreichend. Also sehr knapp, wobei, wenn ich das draußen noch abgespannt hätte, dann würde das hier nicht so reindrücken, dann hätte ich einen kleinen Ticken mehr Platz. Aber nicht allzu viel, weil das Moskitonetz, das würde ja trotzdem durchhängen. Ja, tut was es soll eigentlich. Genau, ansonsten, tja, hab's ja alles gesehen soweit. Sage ich jetzt gute Nacht und wenn sonst nichts ist, bis gleich, wenn's wieder hell ist. Gute Nacht, ciao. Guten Morgen. Ja, es ist 5:30. Eigentlich wollte ich aufstehen. Ich bin schon seit 5:10 wach und wollte dann eben bei Zeiten raus, aber es regnet. Und deswegen warte ich jetzt hier noch ein bisschen. Außerdem ist es recht frisch. Ja. Mal schauen, vielleicht habe ich Glück und der Regen lässt nach. Eigentlich sollte heute sonniges Wetter werden. Weil sonst wird es ein bisschen unangenehm mit dem Abbauen oder so. Und rausschlüpfen hier. Ich hätte auf den Tarp drüber spannen sollen. Tja. So, es ist jetzt 6 Uhr, es hat aufgehört zu regnen, zumindest so gut wie. Und das Zeitfenster werde ich jetzt nutzen, um abzubauen. Hier ist es ziemlich klamm von der Feuchtigkeit. Da oben geht's. Seitlich auch schon ziemlich kondensiert. Aber es war ja auch eine sehr feuchte Nacht, also von dem her, das Moskitonetz ist trocken.
So, ja, wie war es denn so die Nacht in dem Light Tent 1? Ja, ganz okay, war gemütlich, so wie ich schon gesagt hatte. Ich habe auch relativ gut geschlafen und naja, der Regen war halt Pech. Aber das ist halt genau das, was bei so einem sehr kleinen Zelt ohne große Abside ein Problem ist. Man ist einfach nass, wenn man rausgeht, dann hat keine Möglichkeit, irgendwie im Trocknen zu sitzen direkt oder was zu kochen noch und auch nicht im Trocknen abzubauen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, das Zelt, das passt schon, aber ich nehme auf jeden Fall einen Tarp mit. Also mindestens ein 2x3, das hatte ich ja jetzt auch dabei, aber ich habe eben gestern keine Lust gehabt, das aufzubauen bei dem schönen Wetter. Aber hätte ich doch besser machen sollen. Naja, aber letztendlich ging es dann schon. Man kann im Zelt auch kniend was zusammenlegen und so, das hat schon funktioniert. Genau, alles in allem ganz zufrieden. Wenn ihr sonst wissen wollt, was ich für Ausrüstung habe, schaut mal bei meiner Webseite vorbei. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten werde ich jetzt dann den Rest noch einpacken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal draußen in der Natur. Lasst ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben und drückt die Glocke, damit ihr auch mitbekommt, wenn ich mal ein neues Video poste. Bis dann, schöne Zeit draußen. Servus, ciao.